Moin, moin, Leute. Willkommen zurück bei Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, ist das ein schöner Sonnenuntergang? Ja, das ist er. Und das ist eine schöne Hütte, habe ich mir sagen lassen. Und wie viel Hunger haben wir? Oh, ja, ein bisschen was schnabulieren sollten wir schon, ne? Das ist klar. So, das wird erstmal direkt mitgenommen. Und die grüne Kokosnuss. Zack. Machen wir auch zu einer trinkbaren. So. Und so. Sehr schön. Eieiei. Wirf die weg. Und dann wird die natürlich wieder zu kleinen, süßen Kokosnusshälften aufgesplittet. Und die können wir dann ganz genüsslich schnabulieren. Schnabulieren, schnabulieren. Om, om, om. Om, nom, 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 nom. Lecker. Das ist lecker. So, die Axt kommt weg. Zack, zack. Und der Hammer kommt ebenfalls weg. Wir nehmen natürlich eine Machete. Wir nehmen natürlich ein Paddel. Feuerzeug brauchen wir nicht mitnehmen. Ich würde sagen, das reicht schon für unseren Ausflug. Und ja, der Mond ist aufgegangen. Wir legen uns aber erstmal hin. Und ey, ey, ey. Muss jetzt immer gedrückt lassen, die linke Maustaste. Und dann machen wir uns auf den Weg, meine lieben Freunde. Zu neuen Gefilden. Denn eigentlich wollte ich euch ja neue Sachen zeigen. So, 280 Grad, das wäre diese Insel. Und danach 260, das heißt, ich könnte eigentlich theoretisch direkt dorthin. Welchen Grad? 250 Grad. Ich werde mir das, ups, erstmal aufschreiben. Sorry, ich glaube, ich bin gegen mein Mikro gekommen. 250 Grad. Und ja, dann kann das große Paddeln eigentlich beginnen. What? What? Was soll das denn? Ich habe doch gerade getrunken und gegessen. Das Spiel will mich ja wohl verarschen. Einen Hammer brauche ich nicht. Ich brauche hier so eine Axt. Das doch. Das ist doch nicht schön, ist es doch nicht. Ja, weil ich geschlafen habe, ne? Schlafen ist, also eigentlich ist Schlafen ja Erholung und gut für den Körper. Aber hier, wenn du hier geschlafen hast, bist du so gut wie tot. So, zum Glück habe ich mir schon den Kurs aufgeschrieben, den ich fahren wollte. Ah, aber jetzt können wir mal schauen, ob wirklich sich unsere Eimer füllen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Wäre schon cool. Ich meine, das in den Patch Notes gelesen zu haben. Wir schauen uns gleich den Spaß mal an. So, alles mitnehmen. Können wir mal eben schnell essen. Oh, man kann sogar noch recht gut gucken aktuell. Ich sehe auch gar keinen Regen, hä? Sonne scheint auch noch dick. Füllen sich die Eimer denn? Oh ja, siehst du? Fresh Water, Fresh Water, Fresh Water. Saubere Aktion. Komischer Regen. Komisch. Irgendwas stimmt doch hier mit dem Regen nicht, oder? Hätte ich jetzt vermutet, aber hey. Bin ja kein Professor. Wer bin ich schon, dass ich mir hier eine Meinung bilden darf? So, wir paddeln los. Und ja, der Hai, der da vorne ist, der kann mir mal genüsslich den Buckel runterrutschen. Über den paddeln wir einfach rüber. Oh, das sind sogar zwei. Alter! Der hat mich attackiert. Mach dich fertig, Junge! Ey, Alter! Du! Der will mich umbringen. Na egal, ich hau ab. Ich will hier nur weg. Ich will nur meine Ruhe haben. Ist das der richtige Kurs? Nee. Siehst du wohl? Zum Glück haben wir nochmal geschaut. Da wollten wir nämlich hin. Weil der blöde Hai mich so angerempelt hat, habe ich total unseren Kurs aus den Augen verloren. Ah, jetzt sehen wir den Regen auch. Alles klar. Hat mich schon gewundert, was da los ist. So. Hier wird gemütlich rübergerudert. Und in der Hoffnung, dass wir neue Gefilde erreichen werden, dass ich euch neue Inseln zeigen kann und auch die Neuerungen, die mit diesem Update hier einhergehen. Deshalb habe ich ja überhaupt erst wieder Stranded Deep gestartet, weil es hier ein paar geile Sachen gibt, die ich euch unbedingt zeigen wollte, Leute. Da
kann ich euch doch nicht im Dunkeln tappen lassen. Das muss gezeigt werden. Da ist eine Boje. Ist mir aber auch egal, was da mit der Boje los ist. Wir fahren hier munter darüber. Lassen uns nicht beirren. Sehr dunkel das Meer hier. Sie haben wohl auch geändert, dass das Meer so rot wird, wenn der Nebel kommt. War auch immer ein bisschen merkwürdig. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, da konnte man auch immer sehr gut bis zum Meeresgrund schauen, was da so abgeht. Ob da irgendwo Items liegen, die man vielleicht gebrauchen könnte. Das soll auch geändert worden sein, soweit ich das gelesen habe. Aber hey, ist ja geil, wenn die immer wieder schön an ihrem Spiel arbeiten. Das lobe ich mir, muss ich ja mal so sagen, ne? So, gut, wir wollen aber hier erstmal rüber. Und ich hoffe eigentlich auch, dass wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen Sprit finden, damit ich unseren Rasenmäher hier wieder ein bisschen befüllen kann. Hier soll ein Schiffswrack sein. Wie tief? Also ich kann nichts sehen von hier aus gerade. Doch da. Ah. Nimm das Messer in die Hand, spring ins Wasser. La 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 la. Komm schon, öffne das. Duct Tape. Woohoo. Könnten wir mitnehmen einfach mal, solange wir nichts anderes haben. Warte mal eben. War da gerade ein Hai? Ich bin mir unsicher. Habe ich da ein Hai gesehen oder habe ich wieder Halluzinationen? Scheiße, ich sollte die Drohung weglassen. Ich war mir sicher, dass ich dort ein Hai gesichtet habe. Okay, dann springen wir wieder rein. So, hoffentlich ist ja auch kein Fisch, der mich vergiften kann oder so eine Späße. Andere Seite ist die Tür. Oh shit, das ist sehr tief hier. So, was haben wir hier? Eine Bandage. Ein Hammer. Oh Gott, ich muss Luft schnappen. So, einmal aus dem Wasser. Aber ich lebe noch, ne? Nix verloren. Ne, alles easy. Ein Hammer, eine Bandage. Okay. Okay, okay, okay. Alles ruhig. Und rein mit uns ins kühle Nass. So, auf dieser Seite war es doch, ne? Ja. Ah, man kann nicht mehr durch Türen scheinbar durch. Öffne die Konsolen. Jerrycan! Geil. Und ein Fuel Tank. Bin mir gerade nicht sicher mit dem Fuel Tank. Ich nehme die Sachen für den Motor einfach mal mit. So, alles gut? Yo, alles super. Alles super. Ein Hammer. Hammer brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Aber den Kanister füllen wir hier erstmal ein. Ist das schon wieder leer? Ach du Heilige. Na gut, irgendwo jemand von Greenpeace? Nee, okay. Zack, ciao. So, wo wollen wir hin? Dahin, zu dieser Insel. Und endlich haben wir wieder unseren Bootsmotor am Start. Das freut mich. Yay, der Rasenmäher ist back in action, Leute. Das, erfüllt mein Herz mit Freude. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Und dann vielleicht ein paar neue Sachen finden. Oh, das wäre so nice, wenn wir fündig werden würden. So, da ist die Insel. Bei der Insel waren wir, meine ich, auch schon mal gewesen. Deswegen ist mir das eigentlich auch egal, was hier auf der Insel so los ist. Die muss ich mir... Ey. So, die Scheiße. Die Insel muss ich mir eigentlich jetzt nicht groß weiter anschauen. Da können wir eigentlich direkt dran vorbeifahren. Es sei denn natürlich, wir sehen hier irgendwo noch wieder ein Boot. Da ist natürlich die Frage, ob wir dort schon gewesen sind. Guck mal hier. Und dann ist hier direkt wieder ein Bootswrack. Oh, die Tür ist nicht... die Truhe, meine ich, ist nicht geöffnet. Dann könnte es sein... Oh, dass wir doch noch nicht gewesen sind. Ah, ein Flashlight. So, aber das brauche ich. Ey, nimm doch mit. Danke. Genau, jetzt können wir nämlich... Schaut mal. Jetzt muss ich wieder überlegen, welche Taste das war. Ich meine... Nee, T nicht. G auch nicht. Warte mal, eben schauen. Options. Input. Man konnte jetzt für die Torch R. Okay, wer legt die denn auf R? Ah. Geil, oder? Man muss die jetzt nicht mehr mithaben.
Wenn man die einmal eingesammelt hat, dann funktioniert die quasi immer. Das ist doch eine geile Neuerung. So. Ich könnte hier auch einfach mich so hinstellen, dass ich alles sehen kann. Antibiotika. Eine Axt und ein Propeller. Oh, den würde ich gerne mitnehmen. Zack. Hier ist nochmal ein Eimer mit Seewasser. Ja, tu mal nicht so, als ob du hier trinkst. Und, oh, ein Engine. Ah, shit, kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann habe ich wieder alle Teile für einen neuen Motor. Wie geil ist das denn? Hashtag Pornös. Bleib mal locker, Junge. So, die Bandagen. Bandagen lasse ich hier, braucht kein Mensch. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, jetzt bin ich hier so schön bei der Insel eigentlich, ne? Wie voll ist der Tank noch? Oh ja, doch noch sehr voll. Duct Tape. Comparator fehlt mir nur. Von der bin ich gekommen, wa? Okay, warte. Okay, Leute, der Part wird jetzt doch noch mal. Ey! So, jetzt ausparken, like a Pro Gamer. Der Part wird jetzt doch noch mal eine andere Richtung einschlagen, als ich eigentlich vorhatte. Halt, nee, von da bin ich gekommen. So, diesen Kurs muss ich einhalten. Ja, genau. Also, doch nochmal ein bisschen eine andere Wendung jetzt neben der Part. Denn wir haben sämtliche Motorteile jetzt fertig. Und ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob wir, wenn wir genug Motorteile haben, noch einen zweiten Motor, quasi Double Action hier, an unser Motor ranbauen können. Wie geil wäre das denn bitte, wenn wir zwei Motoren hätten? Da wären wir ja. Wow, da wären wir richtig schnell unterwegs. Oh, da vorne ist wieder auch noch ein Schiffswrack. Wenn das das Schiffswrack ist, bei dem ich schon war, dann bin ich geradewegs eben an einem vorbeigedüst. Schau mal eben. Da waren wir schon. Okay. Dann bin ich gerade an einem vorbeigefahren. Sollten wir uns merken. Kannst du dich bitte da. Geh doch! Es ist doch wohl nicht zu fassen! Danke, du Kacknoob. So, wo wollte ich hin? Zu der. Okay. Los geht die Luzi. Eine neue Wahnsinnsfahrt. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Warte. In diese Richtung würde ich gerne. So, Dankeschön. Los geht's. Boah, zwei Motoren an einem Boot, ey. Das wird ja ein richtig krasses Ding dann. Ja, wie schnell wir dann wären. So, wie sieht's aus hier hinten? Ah, ich kann mich nicht ducken, während ich fahre. Schade. Ich bin eigentlich Stuntman, also eigentlich ist das kein Problem für mich. Aber hey, wenn das Spiel nicht will, was soll ich machen? Kann das Spiel ja nicht zwingen, ne? So, Motorenteile. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell nochmal einen Motor zusammenkriegen, den zweiten? Noch nicht mal groß nachgesucht und auf einmal habe ich in einer Tour vier Teile für den Motor gefunden. Das ist schon like a pro. Like a pro. Ich brauche aber noch so einen Stick. Oh, ich hoffe, wir haben noch einen Stick irgendwie da rumliegen. Ey, 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 bleib mal locker. Wenn nicht, wäre das sehr ärgerlich. Na, wir schauen gleich mal. Wieder ein Hai bei uns in der Küstennähe. Mach dich gleich fertig, Junge, und dann wirst du gegessen. Was hältst du davon, Junge? Gibt's lecker Haifischflossensuppe. So, jetzt sind wir gleich da. Und anhalten! Land voraus! So, habe ich noch irgendwo einen Stick? Komm schon, erzähl mir nicht, dass hier kein einziger Stick mehr rumliegt. Ah, ich habe hier noch eine Palme. Sehr gut. Alles klar. Läuft bei uns. Das läuft bei uns, Freunde. So, also. Station. Das ist ein Fuel Tank. Wo ist der Comparator? Bin ich jetzt blöd? Da hinten liegt er. Okay. Ich hoffe, es hat keiner auf die Frage geantwortet, ne?
So, also Comparator, dann kommt hier der nächste Fuel Tank, der Propeller, Engine und Duct Tape. Crude Bandage. Ah, mit dem Duct Tape und den Klamotten kann ich eine Bandage herstellen. So, ich brauche eine Axt. Um die letzte Palme. Ne, zwei haben wir sogar noch. Machen wir erstmal die Palme hier. Erstmal die Palme hier fällen. Wie sieht es eigentlich aus mit. Ah, ich muss auch wieder bald essen und trinken. Ey! Ey! Okay, komm. Da muss die gute alte Machete hier weitermachen. Machete Kills, Leute. Machete Kills. So. Kommt hier natürlich zu unserem Lager. Und wird dann hier klein gehackt mit einer Machete. Oh, da liegt doch. Ne, doch nicht. Ich dachte gerade, da liegt noch ein Stick. Der gehört aber zur Foundation. Der wurde schon hart zusammengeknotet. So, ich glaube, wir brauchen auch einen Dingens hier. Eine. Ah, wie heißt die Scheiße nochmal hier? Ein Lashing. Genau, sag ich doch. Habe ich doch gesagt, direkt Lashing. Habt ihr nicht gehört? Doch, habe ich. So. Also, Lashing. Und zack. Und. Geht nicht. Scheiße. Hammer. Support. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Noch eine Lashing vielleicht? Man kann nie genug Lashings haben, habe ich gehört. Gibt's da nicht. Gibt's da nicht. Was fehlt denn? Oder muss es. Ah, warte. Ich glaube, es musste in der Nähe vom Boot sein. Kann das? Kann nichts mehr mitnehmen. Also hier die Einzelteile vom Motor wieder hin. So. Und dann. Lashing, bla bla bla. Du, der Fuel Tank kann hier drin bleiben. So, jetzt wird hier wieder alles hingeschmissen. So, und Bootmotor. Sehr gut. Brauchen wir noch nicht mal Lashings für, siehst du wohl. So, kann ich jetzt hier einen zweiten. Boah, bleibt mal locker. Ey! Hä? An die Seite? Nee. Muss schon, wenn, hier hin. Ganz kurz wird es immer blau. Das könnten wir hinkriegen. Warte mal. Ganz kurz ist es immer blau, wenn der Bootmotor so rumbackt. Komm schon, das kriegen wir hin. Wir müssen ganz. Ich muss ganz schnell klicken. Hier, jetzt. Ah, shit. Okay. Ich hab's geschafft, Leute. Wie sieht das denn aus? Oh Gott, das ist voll unter Spannung. Das bewegt sich die ganze Zeit. Oh Gott, ich glaube, unser Boot explodiert. Ey, da ist ein Hai. Komm her, ich mach dich fertig, Junge. Hä? One Hit. One Hit Opfer, ey. Sauber. Da haben wir jetzt was zu schnabulieren. Leute, wir können eine dicke Party feiern. Oh Gott, ey. Ob das fährt, ne? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Pass auf, wir hängen. Nein! Oh Gott, du sollst das ins Campfire hängen. Oh Gott, ich bin jetzt vergiftet. Ich wollte das doch auch gar nicht essen. So geht das. Oh nein. Oh nein, ich habe rohe Sachen gegessen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht direkt. Ich meine, ich weiß ja, wo dieses Antidote war, aber das wird jetzt wahrscheinlich weg sein, leider. Ah, okay, warte. Scheiße. Das war richtig mies, dass ich das jetzt gegessen habe. So, okay. Feuerzeug. So, und dann wird hier erstmal gebraten. Ah, ich verliere keinen Schaden. Ich verliere keinen Schaden, ja. Ich nix Deutsch, ich grants. So, okay, alles klar. Der Hammer kommt hier zu dem anderen Hammer. Ah, hier haben wir auch noch Duct Tape, stimmt, ja. Feuerzeug kann hier hin. Und die Machete müssen wir mitnehmen. Alles klar, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, den Daumen nach oben. Kloppt, meine ich. Nicht.
Also, kloppt den Daumen nach oben für diesen geilen Motor, den wir hier jetzt noch rangebaut haben an unser Boot. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann beim nächsten Mal abgehen wird. Und ja, warte mal, mit diesem wunderschönen Mond. Oh, guckt euch das an. Ist das im Bild? Ist das ein Bild? Ein Bild für die Götter. Leute, mit diesem wunderschönen Bild möchte ich euch dann erstmal verabschieden für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen hier wieder bei Stranded Deep. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.